So, ich denke, das sind wir schon live. Nee, noch nicht. Drin ist der Atem. Okay. Ja, YouTube ist noch nicht, kenne ich mich noch nicht so gut aus. Aber ich denke, dass es funktioniert. Genau. Dann genau so machen. Ah, okay. Jetzt sehe ich mich, sehe ich uns, euch sehe ich nicht. Willkommen zur sonntäglichen Live-Sendung 21 Uhr innerhalb der Europäischen Akademie Intuitiver Wissenschaftler. Und Jeet hat gerade noch ein Thema hervorgezaubert aus seinem Zauberhut, seinem intuitiven. Das soll er am besten dann selber sagen. Da bin ich jetzt selber auch gespannt, was es dahinter verbirgt. Ich meine, du Magst kannst auch, aber ja, wenn mach niemand du was mal. einfällt, dann fange ich ja an, ne? Genau, und ich schwimme mit rein. So, der Chat ist offen. Wie gesagt, wir senden jetzt über YouTube, weil über Facebook gab es oft Unterbrechungen. Und eben über YouTube kann man, wenn man auch 3 Minuten später kommt, gibt es eine Time-Shifting-Funktion, so dass man auch zurück, sage ich euch, So dass man das von Beginn sieht. Oder? ja, das Ah. heißt, wenn und falls euch, das habe ich nicht richtig gehört, dann kann man das hier an dem Beginn und dann wieder vor, ne? Ja. Und viele andere Möglichkeiten. Natürlich ist es eine bessere Qualität und ja. Genau, wir sind noch am Experimentieren. Weil es jetzt die, wie viele Menschen das jetzt erreicht, wir schauen mal und freuen uns natürlich über eure Interaktivität. Natürlich ist heute Feiertag. Ich habe heute kurz gelesen, so nur so kurz, dass was es eigentlich mit Pfingsten auf sich hat und dem ursprünglichen, Jeet, weiß nicht, ob du das wusstest, ist es was sehr, sehr Schönes, und zwar die weibliche Schöpferkraft wird geehrt. Heute? Heute. Ja? Also so hat jemand da so ein bisschen rückrecherchiert, dass es das Eigentliche ums geht. Hab aber jetzt nicht das weiter verfolgt. Fand ich nur interessant, ja. Aha, okay. So, dann mal schauen, ob das funktioniert. So, ja, hallo Katja, wunderbar. Hallo. Okay, dann heute. Vielen Dank, grüße euch. Die geheimdienstliche Tätigkeit der Akademie Intuitive Wissenschaftler. Also, ja, ich habe schon was Schönes zu sagen, ne? Ja, okay. Und zwar, wir wissen, dass in den Geheimdiensten oder alle, die auf Geheimnissuche sind, die Bücher lesen, die irgendwo forschen, die suchen immer auf der, sozusagen auf der elektromagnetischen Ebene. Das heißt, Informationen werden gesucht oder abgehört und das ist okay, ne? Und es gibt einfach na natürlich eine Möglichkeit, auf biologischer Ebene einen Geheimdienst aufzubauen. Auf biomagnetischer Ebene einen Geheimdienst aufzubauen. Nur, der Geheimdienst der Akademie Intuitive Wissenschaftler, wenn der funktionieren wird, das ist jetzt nur eine Einladung, dann wird es so sein. Wenn wir zum Beispiel
eine Firma sind oder eine Organisation. Natürlich nicht wie alle diese Organisationen, die für Manipulation sich, so wie die da und die Illuminaten und die Masoni und die so die ganze Freimaurer und die haben sich, ja, die haben sich für die Macht entschieden, für die negative Macht. Und okay, das sollen sie machen, was haben sie davon? Glück haben sie nicht, vielleicht Geld, aber so wie sie das tun, haben sie nicht viel davon. Geld kann man nicht mitnehmen und das echte Reichtum ist ein schönes Gewissen, ein schönes Lächeln, Mitgefühl, Liebe, Aufmerksamkeit, Bewusstsein. Okay. Ja. Bewusstsein. Das heißt, so wie es in viele Kulturen schon gegeben hat, es hat immer eine Akademie intuitive Wissenschaftler gegeben und die ist beauftragt worden. Untersucht mir bitte, warum es dieses Problem gibt. Ne? Warum gibt es diese Krankheit, Cholera? Ne? Warum bestimmte Leute sind wütend geworden? Ne? Es wird nicht so jetzt werden sie alle eingesperrt oder so eine intelligente geheimdienstliche Tätigkeit untersucht. Alle Phänomene, die für eine Firma, für eine Stadt, für eine Gruppe, für eine Kultur oder Gesellschaft wichtig sind. Und das geschieht auf intuitiver Ebene. Mhm. Und was eben ganz wichtig ist, ist nicht auf manipulativer Ebene sind Informationen irgendwie nicht so ganz richtig. Ne? Mhm. Während auf intuitiver Ebene ist immer perfekt, weil die Intuition, wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme, in Litauen irgendetwas zu spionieren, ne? Dann, wenn es nicht mein Auftrag ist, wenn es nicht Sinn des Lebens ist, wenn es der Auftrag von jemand anderem ist, dann bekomme ich keine Information über einen bestimmten Zustand in Litauen. Oder über eine bestimmte Führungsschicht von Adidas oder eine Firma. So, intuitive Intelligenz ist so organisiert, dass jeder Informationen bekommt in Bezug auf den eigenen Lebensauftrag. So, das heißt, wenn dein Lebensauftrag ist in Litauen oder woanders, die Kräuter zu erforschen und zu untersuchen, mhm, welche Kräuter an Weihnachten wichtig sind für die ganze Bevölkerung, welche Kuchen soll man backen, welche homöopathische Energie soll da reinkommen, ne? Dann wird das mein Auftrag sein, wenn ich das könnte, aber ich kann das nicht. Mhm. Ich muss auf mein. Und das heißt, aus der Sicht der Akademie intuitiver Wissenschaftler, es gibt keine Hierarchien in den richtigen Organisationen, sondern es gibt Kompetenzen. Ne? So, dass es sehr klar ist, wenn jeder bei sich zu Hause ist, wenn jeder in die eigene individuelle Meisterschaft entwickelt hat, so wie es mit den Mitgliedern der Akademie Intuitive Wissenschaftler ist, dann wissen wir alle, wenn es darum geht, um die Königsfamilie zu forschen, dann fragen wir Sabine,
oder wenn es darum geht, mit Kunst das Wohlwollend den Naturwesen in eine bestimmte Stadt einzuladen, dann ist vielleicht Sabine und Gabriele oder die Sabine van Baren, ne? Oder. So, das heißt, dass eine geheimdienstliche Tätigkeit der Akademie Intuitive Wissenschaftler, wenn es die irgendwann geben wird, aber ich lade dazu ein, wird keine Hierarchie haben, sondern eine organismische Intelligenz. So dass jeder, immer wenn es etwas zu forschen gibt, man schon irgendwie automatisch weiß, das macht sie, das macht er, das macht sie. Und so hat man intuitiv Zugang zu allen Informationen. Eben, weil normalerweise, oh, ich habe einen Auftrag, hat der oder die Atombomben oder was weiß ich was, ne? oder Massenvernichtung, bitte sucht mal. Ne? Es gibt viele Fragen, die nicht beantwortet werden in der Akademie, in der geheimdienstlichen Tätigkeit der Akademie Intuitiver Wissenschaftler, weil die vielleicht keine Grundlage haben. Also, es geht darum, in der geheimdienstlichen Tätigkeit den Organismus der Akademie zu bilden, die Strukturen aufzubauen, die keine Hierarchien sind, sondern Potenziale, jeder zu helfen, sein individuelles Potenzial zu entwickeln. Und dann eben, wenn es etwas gibt, was für uns wichtig ist oder für die Community oder für die Organisation, ohne manipulative Absichten, sondern weil es im Sinn des Ganzen ist, weil Intuition, so wie ich das gelernt habe, kennt keine manipulative Absichten. Man bekommt keine Information. Es blockiert, aber das tut man nicht. Ne? Das passiert auch nicht. Ist ja schon mal was passiert? Dass du mich zu etwas zwingen wolltest und intuitiv was gesagt habe, um mich zu zwingen, irgendetwas zu tun? Das Einzige, wo ich nicht weiß oder sicher bin, ob man nicht eigene, also wenn man nicht ganz klar ist oder nicht in reiner Absicht, ob dann was wahrgenommen wird, das als Intuition ausgegeben wird, aber nicht das Wahre ist, ne? Also Projektion, das ist aber klar wieder was anderes. Naja, es kann auch gedacht werden, aber ich glaube nicht, in der Akademie Intuitive Wissenschaftler, wenn eine bestimmte Atmosphäre da ist, wenn eine bestimmte Sphäre da ist, ich glaube, es ist uns auch in den Kursen, nie passiert, dass irgendjemand etwas denkt oder etwas Gedachtes als Intuitives weitergibt. Nee, ja. In den Kursen eher nicht. Nee. Ja. Das ist sehr eindeutig spürbar. Mhm. So, das heißt, meine Vision ist, dass eben das irgendwelche Aufträge gibt von göttlichen Organisationen, die einfach sagen, hier, wir hätten gerne, dass ihr das untersucht. Und es wird dann besprochen, worum es geht. Und dann trifft man sich und gibt man unterschiedliche... Okay, jetzt kriege ich mit, worum es dir geht. Ja. So, das heißt, wo ich gefragt habe, Mensch, für unser europäisches Projekt also für Manager der Intuition, was können wir machen, was fehlt aus energetischer Sicht, dann hast du wunderbare Informationen bekommen. Ne?
Und die haben wir gleich umgesetzt. Ne? Ich weiß nicht, ob das ankommt. Ne? Ich weiß dir, worum es geht. Ich weiß noch nicht so richtig, worauf du hinaus willst. Ob das jetzt, oder die Absicht jetzt der Sendung, ob du das jetzt vorstellen möchtest, die Idee, was möglich ist, als Vision, als Einladung, dass andere sich da angesprochen fühlen, eventuell dann den Impuls bekommen, ja hier, da, das resoniert bei mir, da melde ich mich und guck mal, was entsteht. Das ist noch nicht so ganz klar. Okay. Ist genauso, ja. Es ist eine Einladung, sowohl an Menschen, Organisationen, die einen Auftrag haben. Wir haben das in viele Formen das eigentlich schon gemacht. Mhm. Ne? Also so in Kursen, Seminare, wir machen das. Vor allem für Gesundheit oder für irgendwelche Themen. Ne? Oder für Städte haben wir ja auch schon ganz viel. Ja, für Städte, für viele Sachen. Das haben wir ein bisschen als Spiel gemacht und ein bisschen einfach, weil jemand gefragt hatte. Ne? So, ich habe ein spezielles Körperthema und ja, und dann zu dritt, zu viert, zu fünft haben wir geschaut, unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Aspekte. Und da haben wir Informationen bekommen. Ne? Ja. Und die waren natürlich immer anwendbar. Ne? Und natürlich ist vieles möglich. Ich denke schon, weil es ist die Europäische Akademie Intuitive Wissenschaftler, dass wir uns auch europäische Themen widmen sollten. Ne? Eben auch das Geschehnisse. Was ist damit, dass jetzt im Moment so viele Attentate gibt. Ne? Was ist mit Syrien? Was ist mit der Angst in Europa? Wie fühlt sich das Wesen Mutter Europa? Ne? Was könnten wir tun? Welche versteckte Strategien könnten wir entlarven? Ne? Und wenn wir das gemeinsam tun, Informationen abrufen, ja, dann dann haben wir es. Kommt das an? Es ist Stille, richtige Stille. Okay, ich habe es ja versucht. Naja, wie ich es gerade gesagt habe, ne? Es ist interessant, das zu hören. Oder ist ja da einfach eine klare Vision, und ich kann mich erinnern, das ist noch nicht mal eine Vision, das ist ja hier und da schon auch gelebt worden. Kreis der Weisen gab es schon längere Zeit, also man sich regelmäßig getroffen hat, Projekte wahrgenommen hat dafür. Jetzt geht es aber nochmal auf. Das machen viele, ja. Genau, ja. Weiße andere Bruderschaft, Ebene. Die Rotary, die Lions, aber es gibt keine, die richtig unschuldig sind wie wir, sauber sind. Und naja, würde ich jetzt nicht behaupten, dass es sonst niemand gibt, glaube ich jetzt, dass die Behauptung. Oder ich kenne das nicht. Ja, aber den möchte ich nicht. Das allein, das wird es bestimmt Menschen geben, die das hier und da tun oder wo die Vision auch schon da ist. Ja, würde ich mich anschließen. Also ja, ich kenne das nicht, darum geht's. Ne? Ja, das ist eine andere Sache, ja. Die Aussage. Ja. Katja schreibt ja. Danke, Katja. Was? Dass es ankommt. Ah, okay, danke Katja. Ja, ich bin immer ein bisschen unsicher, ne? Weil für mich ist es ganz klar, ne? Wenn wir jetzt, also ich würde das so machen, dass wir zum Beispiel
auch wenn wir eine Serienkonferenz machen würden, vielleicht ist nicht unsere Aufgabe, ne? Aber da leiden Menschen. Wir könnten aus der Sicht der Akademie Intuitive Wissenschaftler etwas für Serien machen. Ne? So, wenn ich beginne und ich bekomme immer nur Teilinformationen, ne? Und wir erkennen, worum es geht, dann ist, müssen wir immer nicht drunter leiden, unter alle diese, dass niemand richtige Antworten oder Nachrichten bekommt. So, ich gehe kurz rein, ne? Okay? So, ich gehe kurz rein für Serien, die erste Information, die ich bekomme. Assad ist mit Erzengel Zadkiel verbunden, der oft einfach auch geschützt hat und begleitet. Das heißt, die Aufgabe für Assad ist immer sehr, sehr intensiv auf diese innere Stimme zu hören und keine Fehler zu machen. Seine wunderbare Frau, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, das ist eine der schönsten Paare, die ich gesehen habe, ist mit Lady Nada verbunden. Und das heißt, für sie wäre es gut, wenn sie mehr öffentlich sprechen würde, wenn sie die Worte von Lady Nada, also mit dem sie als Meisterenergie verbunden ist, mehr an das Volk sprechen würde. Sie hat diese Fähigkeit, sie hält das ein bisschen zurück. Das wurde dann ihr Mann unterstützen und auf eine bestimmte Ebene eine Härte herausnehmen. So, ich würde dann so weiterschauen, du würdest dann andere Informationen bekommen, der würde andere Informationen bekommen und ich bin sicher, nach einer Stunde ist nicht so, dass man 3 Tage sich treffen muss. Nach einer Stunde, durch die unterschiedlichen Informationen, die jeder bekommen hat, können wir auch über große, wichtige Themen zu zeigen, was bewusst sein kann. Wir sind nicht Idioten. Wir können. Deswegen, heute ist der Tag der weiblichen Schöpferkraft. Der weibliche Schöpferkraft. Ne? Und ich meine, es ist wirklich so, dass 7 oder 8, die sich zur Verfügung stellen, die Zusammenhänge erkennen, Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen, ist Transformationsarbeit. Pure Transformationsarbeit. Mächtige Transformationsarbeit. Denn durch das Verstehen aktiviert man die Energien der Erkenntnis, der Schöpfung, der Schöpferkraft, der Heilung. Ich höre zu und teile auch später meine Antworten mit anderen. Dankeschön. Was heißt das? Was heißt das? Teile später meine Antworten mit anderen. Ja. Weiß nicht genau. Okay. So, und wir machen uns klein und wir verstecken uns und das andere entwickelt sich, ne? Und dominiert uns. Ist auch okay, ist alles okay. Ich verstehe das nicht. Ich weiß, dass Bewusstsein das Höchste ist und dass wenn Menschen, die bewusstseinsarm, gemeinsam und zusammenarbeiten, dann das Ganze gestalten können. Auch heikle Themen. Angefangen vielleicht von heiklen Themen. Natürlich Gesundheit, Erkenntnis von Zusammenhängen der Gesundheit, Bildung, Kunst und so weiter. Die weibliche Schöpferkraft setzt uns in Verbindung in Liebe und Licht. Dankeschön, Katja.
Ja, ist langweilig. Nee, ist nicht langweilig. Ich krieg die Verbindung nicht. Ich krieg die Kurve nicht. Ich krieg. Okay. Es gibt sicher Themen, die für dich wichtig sind in der Gesellschaft oder im Familiensystem oder auf Gesundheitsebene. Ja, klar. Was ist da ein wichtiges Thema? Oder ihr könnt auch Frage stellen, ne? Ja, ja, die Gesundheit auf, ja, die körperliche. Okay, körperliche Gesundheit, gut. Eben, und wir wissen, dass was auf der Gesundheitsebene passiert. Ne? Wir könnten das Wesen der Gesundheit uns in Europa anschauen, mit der geheimdienstlichen Tätigkeit der Akademie Intuitive Wissenschaftler. Wir können das. Ja, zweifle ich nicht. Und hättest du keinen Vorteil? Das anzuschauen? Nee, wenn wir uns das, also ich denke, also für mich ist es so, jeder geht seinen Weg und jeder tut sein Bestes. Ne? Mhm. Und es gibt doch Sachen, wenn du Teil einer Wesenheit bist, eines Gesundheitswesens, der beeinflusst dich immer. Ne? Nee, ich verstehe, was du meinst, auch was du vorhin gesagt hast. Ich habe nur gemeint, ich kriege nicht die richtige Kurve zum Mitschwimmen, so mit. So, es ist so, das hast du so reingebracht, es ist okay, dann ich krieg bloß die Kurve nicht zum Rein, wie ich beitragen kann. Achso, okay. So meinte ich. Okay. Nee, das eben. Das andere verstehe ich schon, was du dann meinst. Ist die Frage richtig, was interessiert dich? Okay, dann könnten wir einmal, also meine Empfehlung ist, wenn wir gemeinsam als in der Akademie Intuitive Wissenschaftler sagen, wir schauen uns heute das Wesen der Gesundheit in Europa. Ne? Werden wir vielleicht die Monster sehen, die das festhalten, die Geier, die Engel oder was weiß ich was. Ne? Alles, was dieses Wesen beinhaltet, was es zu tun gibt, damit ein kleiner Schritt gemacht werden kann, dass das Wesen der Gesundheit in Europa ein Stück heilt, ein Stück sich reinigt, ein Stück sich entwickelt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eine Einladung, an die Akademie Intuitive Wissenschaftler sind. Ich gehe einfach in die Themen rein, ich schaffe es nicht, die anderen mit einzuladen. Und ja, und lasse das so stehen, dass ich einlade. Und dann für die, die sagen, Mensch, was meinst du damit? Dann kann ich sagen, hier, schau dir dieses Video an. Wenn du willst, können wir über ein Thema gemeinsam schauen. Über das Abnehmen können wir schauen. Die Themen, die dich interessieren. Das hat auf jeden Fall eine Kraft, ja. Aber das, ja. Okay, aber. Das heißt dann nochmal ganz klar, es ist nicht so ganz klar rausgekommen. Also nochmal die Einladung an alle, die mitwirken wollen, die sich da angesprochen fühlen über ein bestimmtes Thema, so wie es im Prinzip so ein bisschen so in der so ähnlich wie wir die Konferenzen gemacht haben. Mhm. Bloß nicht, wo jeder aus seinen Erfahrungen spricht, auch möglich. Sondern in erster Linie, wo wir uns verbinden und zusammen in die Jetzt-Wahrnehmung gehen. Ja, und dann können Erfahrungen mit einbezogen werden, klar, aber und dann sehen wir so ein Gesamtbild, weil jeder einen Aspekt wahrnimmt. Ja, ja, klar, eine Konferenz ist, jeder sagt, was er erfahren hat. Ne? Das ist nochmal was und anderes. Und fertig, ne? Wenn wir eine geheimdienstliche Tätigkeit in der Akademie Intuitive Wissenschaftler, das machen wir in erster Linie für uns oder für Auftraggeber, wo wir den Auftrag erfüllen, indem wir Zusammenhänge erkennen. Ne?
Und das geschieht dann nicht in, meinst du, das ist die Einladung in Sendungen, dass wir das gemeinsam machen oder intern oder? Nein, Sendungen als Spiel. Ich weiß, dass es die Idee vielleicht neu ist oder ich glaube nicht, dass die neu ist, denn alle Mysterienschulen haben so funktioniert, Delphi oder Alexandria oder alle anderen Mysterienschulen in England, in Frankreich, überall gab es Mysterienschulen, die haben einfach so funktioniert. Ja. Es ist einfach die Schöpferkraft ausschöpfend, ne, die wir haben. Mhm. Jo, dann ich bin fertig mit meinem Latein. Ist anders, wenn es jetzt einfach richtig interaktiv ist, ne? Dann muss mal gucken, ob sich bei YouTube das einstellt. Das war es natürlich wunderschön bei Facebook in letzter Zeit. Ja, ich kann die Veranstaltung vorher ansagen und dann, aber ich kriege das noch nicht hin zeitlich. Ne? Und hier eigentlich steht, dass es in 8 Stunden anfängt oder so. Mm, ne? Ist noch nicht also, so ganz. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ne? Aber das kriegen wir hin. Aber wie gesagt, wenn jemand eine gute Idee hat und sagt, okay, wow, das könnten wir machen, das ist ein Impuls. Ich folge, ich gebe einen Impuls und wenn keine Impulse kommen, dann kommen keine Impulse. Wenn jemand sagt, oh, das könnten wir untersuchen, dann sage ich der andere in der Akademie Intuitive Wissenschaftler, es gibt diesen Auftrag oder dieser Impuls. Habt ihr Lust? Dann schauen wir das Wesen von irgendeiner Sache. Wir gehen spionieren über Zusammenhänge. Für mich ist Geheimdienst, weil all diese Machtstrukturen sind geheim. Ne? Und wir zeigen, dass wir, dass es bei uns keine geheime Geheimnisse entlarven wir alle, erkennen wir alle, können wir lesen, wenn es unser Auftrag ist. Ne? Also wenn irgendeine Organisation heimlich besetzt das Gesundheitswesen oder Bildungswesen oder dein Familienwesen, ne, wir bekommen intuitiv, aus der Sicht der intuitiven Intelligenz, diese Information. So, Dankeschön. Und für alle, die die Wiederholung sehen, lade ich gerne ein, Impulse zu geben. Oder auch nicht, wie ihr wollt. Für mich fühlt sich das gut an. Ich bin dann nicht beleidigt. Danke. Tschüss. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie... was ich jetzt machen soll, wo soll ich das so planen?